Der Toyota Community Award 2014 in Köln. Nominiert die 10 aktivsten Toyota Communities im Netz. Und dabei sein ist alles. 10 Stunden voll Spannung und Fahrspaß warten auf die Gewinner. Als Startschuss eine Präsentation der aktuellsten Hybridtechnik und ein Blick in die Zukunft der Toyota-Antriebstechnologien. Die Community muss natürlich auch informiert werden darüber, was die Zukunft eines Unternehmens letztlich ausmacht, was wir künftig vorhaben. Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen mal das Neueste und Modernste, was wir planen, auf den Markt zu bringen. And the winner is die Website gt86drivers.de. Der Preis, ein außergewöhnlicher Wanderpokal und die Jury-Teilnahme für den Award 2015. Und was passiert mit der Trophäe? Ja, ich habe vorhin schon Vorschläge gehört, das Ding aufs Auto zu montieren. Ich weiß nicht, es kommt vielleicht nicht so gut beim TÜV, aber ich denke, er findet einen Platz im Wohnzimmer und dann für ein Jahr und dann wird er weitergegeben. Montieren? Tatsächlich ist das Herz des Pokals eine Bremsscheibe vom Original Toyota Le Mans Renner TS030 Hybrid. Den passenden Wagen dazu gibt es in den heiligen Hallen von Toyota Motorsport zu bestaunen. Die Highlights sind der legendäre Toyota Celica GT4. Und die Wagen der Formel 1 und 24-Stunden-Serien. Etwas ganz Besonderes. Tatsächlich lassen wir hier unsere Kunden nur rein und eingeladene Gäste. Das heißt, es ist tatsächlich ein gut behütetes Geheimnis und es sind keine Tickets, die wir verkaufen, um einen Museumsbesuch zu machen. Daher ist es schon was ganz Besonderes, wenn man hier zu Toyota Motorsport ins Museum darf. Weiter geht es mit dem Action Day. Auf dem Gelände des ADAC in Grevenbruch. Der brandneue Aygo und der Auris Touring Sports zeigen ihre fahrdynamischen Qualitäten. Der GT86 lädt zum Driften ein. Hilux und Land Cruiser bezwingen das schwierigste Gelände. Das Programm bringt das Benzin im Blut in Wallung. Als Sahnehäubchen zum Schluss eine ganz besondere Taxifahrt. Wir haben ja hier eine ganz tolle Strecke abgesperrt und ja, da werden wir jetzt mal ein paar Taxifahrten machen und werden den GT86 mal ein bisschen quer um die Ecken fahren. Es funktioniert noch wie in alten Tagen. Die ehemalige Rallye-Weltmeisterin fährt den Toyota GT86 bis an seine Grenzen. Adrenalin pur für die Fahrgäste. Am Ende des Tages ist die Stimmung bei allen Beteiligten auf dem Höhepunkt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil auch alle sehr herzlich sind, also auch sehr persönlich nah. Am tollsten fand ich natürlich gerade zum Schluss noch das Renntaxi. Also alles so rundum gelungene Veranstaltung und vielen Dank. Bei jeder der einzelnen 4 Abteilungen, ich zähle jetzt mal die Mitfahrt mit Isolde mit dazu, hätte ich gedacht, schade, ich würde auf jeden Fall noch länger machen. Die Zeit ging wirklich so schnell vorbei. Was ich bisher an Feedback bekommen habe von den einzelnen Leuten, haben alle gesagt, es war ein total runder Tag, kurzweilig. Im nächsten Jahr wird Award-Gewinner Ronny Winkler mit in der Jury sitzen und den Pokal an seine Nachfolge weitergeben. Beim Toyota Community Award 2015.